In diesem Video erfahrt ihr, ob es sich lohnt, das BQX2 zu kaufen. Ich habe jetzt meinen BQ M5, das ich die ganze Zeit benutzt habe, in Rente geschickt nach 2,5 Jahren und habe ein Upgrade sozusagen auf das BQX2 gemacht. Ich bin bei dem Hersteller geblieben, weil der eigentlich dafür bekannt ist, regelmäßige Updates zu liefern, die Sicherheitspatches zu liefern und auch ja, größere Versionssprünge von Android mitzumachen. Und zusätzlich bekommt man ein Vanilla Android, sagt man umgangssprachlich. Damit ist gemeint, dass keine Apps vom Hersteller, also sogenannte Bloatware, vorinstalliert ist. Davon können Samsung und Huawei Kunden ein Lied singen, da ist einfach viel Speicherplatz und viel Performance einfach gefressen durch die herstellereigenen Apps, die man schätzungsweise nie verwendet. Als i-Tüpfelchen ist das jetzt ein Android One Gerät, das heißt, der Hersteller verpflichtet sich sogar zu diesen Dingen, die ich so gerade erzählt habe, und man bekommt die neueste Google Technologie, also der Google Assistant ist da integriert und mit den neuesten Funktionen ausgestattet. Also Android One bedeutet keine Bloatware und aktuellste Updates. Ich rate gerade mal so ein bisschen die Features oder die Hardware-spezifizierung runter, die mir ins Auge gestochen sind. Die Liste ist nicht vollständig, aber so die wichtigsten Sachen. Also ich habe NFC fürs mobile Bezahlen, WLAN AC, das sogenannte Gigabit WLAN, Voice over LTE, Dual SIM oder statt der zweiten SIM eine Micro SD-Karte. Ich habe jetzt hier die Variante mit 64 GB Speicher und 4 GB Arbeitsspeicher gekauft. Das Handy hat auch schon USB-C und unterstützt Quick Charge. Der Prozessor ist ein Snapdragon 636. Das Display ist 5,65 Zoll groß, hat Full HD Plus und hat 428 ppi, also eine ziemlich hohe Pixeldichte. Das merkt man auch und gefällt mir sehr gut beim Bedienen. Diesmal wurde auch Gorilla Glass verwendet und nicht wie beim M5 in so ein anderer Hersteller. Die zwei Punkte, die mir jetzt negativ auffallen, nehme ich einfach mal vorweg. Das sind die hohen Strahlungswerte, das gehört ja auch noch ein bisschen zur Hardware. Und es liegt ziemlich rutschig in der Hand, man wird also am Ende so eine Silikonhülle brauchen. Der Akku reicht bei meinem Nutzungsverhalten für 2 Tage, also der ist wohl ziemlich gut in der Preisklasse, 3100 mAh fast der. Zur Kamera kann ich nicht viel sagen, weil ich da schlicht und ergreifend keine Expertise habe und mir es auch ziemlich egal ist, was das für Schnappschüsse macht. Ich habe dazu jetzt mehr auf meinem Blog einfach geschrieben, da habe ich einfach ein paar Schnappschüsse gemacht, könnt ihr euch anschauen und selber beurteilen. Gut gefällt mir auch der schnelle Rufaufbau durch Wi-Fi-Calling und Voice over LTE. Man hat HD-Voice, also super zum Telefonieren, aber da hat man wieder die hohen Strahlungswerte, sollte man sich wohl nicht so nah an den Kopf halten oder nicht so lang telefonieren, auch wieder blöd. Also ich habe meine Kaufentscheidung nicht bereut und die Performance zeige ich euch jetzt hier auch nochmal im Video, einfach zum Vergleich zu meinem M5, indem ich die Google Maps App einmal öffne. Da sieht man doch einen deutlichen Unterschied, würde ich sagen. Von euch würde ich jetzt in den Kommentaren gerne wissen, warum es sich lohnt, ein Flaggschiff-Smartphone von ja, den Herstellern wie Huawei oder Samsung zu kaufen, die das ja 2- oder 3-fache von dem Gerät jetzt einfach kosten und nicht mal Android One haben. Also bei meinem BQ M5 zum Beispiel, das hat jetzt auch kein Android One, allerdings wurden da 2 große Versionssprünge mitgemacht. Das heißt, ich habe mit Android 5 angefangen, dann habe ich Android 6 bekommen und am Ende jetzt ist Android 7 drauf. Das ist mir ziemlich viel wert und jetzt bitte in die Kommentare, warum es sich lohnt, ein noch teureres Smartphone zu kaufen. Welche Technologien haben die mehr, die den Aufpreis rechtfertigen?